Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part. Wir sind jetzt im Krankenhaus und wir haben gerade die Karte erhalten. Ja, es wird aufregender, denn das Krankenhaus beinhaltet, glaube ich, auch ein ziemlich krasses Rätsel. Ich meine, das Krankenhaus hatte ich aber auch schon mal geschafft. Oh, was ist das für ein Raum? Mit Medikamenten oder was? Sieht danach aus, ne? Aber warum steht da nichts Nützliches? Der kann ja wenigstens sagen, ach, nur Medikamente, die wir nicht benötigen. Das ist eine Zeitung. Dieser Artikel ist ausgeschnitten worden. Okay. Wahrscheinlich werden wir den Artikel noch finden. Das ist eine weiße Tafel. Hier steht nichts Besonderes. Hä? Nichts Nützliches. Was haben wir denn hier? Okay, das ist schon mal verschlossen. Die auch. Ey. Okay. Was hier? Kein Schimmer. Wir gucken einfach. Wow. Hier waren wir auch noch nicht drin. Ja, und die ganz lange Reise wird jetzt wieder beginnen. Alles abzusuchen. Ist ja halt so bei Silent Hill, ne? Das sieht verdächtig aus. Hä? Da ist eine Karte vom Untergeschoss des Krankenhauses. Oh, ja, das Krankenhaus ist sehr groß. Wir haben schon zwei Karten dafür direkt gefunden. Krass. Also im vorherigen Part haben wir noch eine gefunden. Kurz bevor ich den Part beendet habe. Das hier scheint ein Saal zu sein, wo die sich absprechen und so weiter. Oh, da liegt ein Schlüssel. Ha! Immer her damit. Der sieht so komisch türkis oder so aus. Kellerschlüssel. Ah, wir können in den Keller. Ja, Keller sind immer gruselig. Und bei solchen Spielen erst recht. ja, ich glaube, das war's. Wir hätten hier, glaube ich, soweit alles. Wir können jetzt in den Keller. Moment, ich guck mal. Was sagt denn unsere Karte? Da waren wir drin, da konnten wir nicht rein. Hier, und da geht's nach unten in den Keller. Wir gucken hier noch ein bisschen. Oh, wir können sogar in die Küche. Plastikflasche. Damit mussten wir, glaube ich, also ich glaube im dritten Teil war das auch ungefähr so, da musste man mit Blut transportieren oder so ähnlich. Ob das hier auch so war, weiß ich nicht. Wir lassen uns überraschen. Das ist ein Telefon, ach, das Telefon ist tot. Kein Rufton zu hören. Okay, wir sind wegen der Plastikflasche hier reingegangen. Und Harry weiß auch natürlich direkt, dass wir die Plastikflasche benötigen werden. Sehr schlau, Harry. Sind wir jetzt auf dem Weg nach unten? Nee. Was? Was steht da? Director. Doch, Director's Office. Hier sieht so aus, als... Was? Was stand da? Die Sachen auf dem... Ach, aus... Was? Die Sachen auf den Regalen sind alle durchgewühlt. Wer war das? Tja, da hat jemand nach etwas gesucht, ne? Also sieht das für mich aus. Und die Geräusche hier... Wow, was ist das? Bücher sind um den Tisch herum verstreut, sonst ist hier nichts Besonderes, als wenn. Was liegt denn da? Ein Glasfläschchen liegt zerbrochen auf dem Boden. Es ist nicht einfach nur zerbrochen, offensichtlich ist es mit Absicht zerschmettert worden. Das sieht aus, als ob das Blut ist, oder? Also, ich denke mal schon. Okay, was anderes würde er wahrscheinlich auch nicht sagen. Oder? Gibt's hier noch was? Nein, aber das Ganze verspricht ja schon mal was, Horroratmosphäre hier wieder reinzubringen. Okay, da war jetzt der Keller, oder? Ja, da gehen wir jetzt noch nicht rein. Oh, hier geht's nach draußen, oder was? Können wir da überhaupt raus? Der Aufzug scheint nicht zu funktionieren. Nicht mal, wenn wir hier die Tasten drücken. Nö. Was hiermit? Das Schloss klemmt. Tür kann nicht geöffnet werden. Ja. Gut. Dafür braucht man den Schlüssel. Also, let's go. Oh, die Kameraperspektive ist schon so komisch. Boah, hört ihr das? Krass, oder? Ja, okay, die Gegner können uns jetzt nicht sehen, weil ich das Licht nicht anhabe, aber naja. Das... Oh, 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 oh.
Krabbelfiecher. Geht weg. Ach du Scheiße. Also das ist der Generator-Room. Ach, also Room. Boiler-Room. Storer-Room. Morge-Room. Oder wie auch immer. Das Schloss klemmt, okay. Boah, dieser Sound, ne? Das ist echt creepy. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute sich damals dabei fast in die Hose gemacht hätten oder die einfach das Spiel beendet haben. Ey, ich guck schon wieder auf die Karte. Tut mir leid, Leute. Das ist... Mann. So. Der Aufzug scheint nicht zu funktionieren. Ja, toll. Und jetzt? Wo müssen wir jetzt hin? Hallo? Die Türen sind doch alle zu, oder nicht? Moment mal. Was ist hier? Da geht's wieder hoch. Aber was bringt uns das? Hallo? Ey, warum müssen wir immer und immer wieder die... Taschenlampe immer wieder erneut anmachen. Das nervt. Ah, okay, hier waren wir noch nicht. Mal gucken, was hier so ist. Das sieht ganz schön unheimlich aus. Der hauseigene Stromgenerator versorgt nur Aufzüge, Intensivstationen und Operationsräume. Wollen Sie den Schalter drücken? Ja. Ich glaube, jetzt wird sich wieder alles verändern. Also der klingt schon mal ganz komisch, der Generator. Und man muss ja zugeben, ne? Das Ganze ist ja nicht gerade irgendwie geheuer. Wahrscheinlich können wir jetzt damit fahren. Oh ja, funktioniert. Einbahnfrei. Ist das Marmorboden? Sieht irgendwie... Naja. Tja. Da waren wir eben. Oder, nee, das... Wir sind doch hier, oder? Ja, wir sind... Es scheint so, als ob wir B sind. Eins, ja, ich würde sagen, erstmal zwei, ne? Zweiter Stock. Das andere war ja Erdgeschoss. Aber warum steht dann da eins? Das verstehe ich nicht. Okay. Immer diese Krankenschwesterbilder. Oh, ist verschlossen. Wahrscheinlich kommen wir später dahin. Oder von da kommen wir später her, eher gesagt. Okay, dritter Stock. Wenn ich Aufzüge sehe, denke ich immer an Jurassic Park, das auf dem Super Nintendo. Boah, ich weiß noch, wo ich damals darauf nicht nachgekommen bin. Aber das ist eine andere Geschichte, wie jetzt. Warum das denn jetzt? Warum sind die alle zu? Kann mich mal jemand aufklären? Müssen wir jetzt in den ersten Stock? Aber das würde doch keinen Sinn ergeben. Also B können wir schon mal nicht. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich guck gerade. Hier waren wir doch. Ich guck jetzt mal auf die Karte. So. Da waren wir überall drin. Und jetzt? Nochmal in den Keller oder was? Moment. Ah, da gibt's auch noch einen Weg. Okay, wir gucken dann mal da. Aber ich habe so ein Gefühl, wir können da nicht durch. Keine Ahnung. Jo. Einfach hier lang. Extra so einen umständlichen Weg gehen zu müssen, ist immer nervig. Tja, Silent Hill halt, ne? Aber ich glaube, die Tür ist eh verschlossen. Ey. Wollt ihr uns verarschen? Das kann doch nicht klar gehen, sowas. Und wir müssen definitiv im Krankenhaus bleiben, weil wir doch gerade den Generator aktiviert haben. Gibt es da vielleicht noch ein Stockwerk und wir sind einfach nur zu dämlich, um das zu checken? B war doch jetzt der Keller, oder? Okay, jetzt wieder diese geile Mucke. Also, hier war gar nichts, ne?
eins höher ist das hier. Noch eins höher, also zweiter Stock ist das hier. Dritter Stock ist das hier. Also, hä? Da verstehe ich was nicht. Oder ist jetzt hier irgendwo eine Tür aufgegangen? Komisch, die klemmen alle. Ich laufe jetzt einfach mal die Treppen hoch. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt was bringt. Oder können wir hier die Schalter irgendwie so aktivieren, dass da was passiert? Ich werde jetzt mal versuchen, im vierten Stock und im dritten Stock irgendwie was zu gucken. Wahrscheinlich muss ja hier irgendwo was sein. Komisch. Was haben wir jetzt getan? Oder kam das... Hä? Naja, egal. Jetzt hat sich auf einmal alles verändert. Tja. Eben ist das nicht passiert. War das ein Bug? Und jetzt habe ich ein großes Fragezeichen über dem Kopf, Leute. Ich weiß echt nicht, was da passiert ist. Habt ihr das gehört? Was war das? Ist die Tür hinter uns zugegangen? Tja, tatsächlich. Nicht schlecht. Also für einen Gruselfaktor ist das schon mal ein großer Pluspunkt. Vor allem das mysteriöse kleine Mädchen, was man eben gesehen hat. Tja. Da können wir überall nicht rein. Scheint so, als ob wir den geraden Weg gehen müssen. Oh, wie dunkel. Naja, er hat wenigstens von selber das Licht angemacht, der Schlaumeier. Oh, die Tür ist auch abgeschlossen worden. Ja, schön. Das Ganze hier wird immer gruseliger. Und ich muss selbst zugeben, weil ich das wieder nachts spiele, hat das schon... Ah, das sind diese Krankenschwestern hier. Hier sahen die noch so komisch aus. Kann man die jetzt treten? Was haben die da auf dem Rücken? So ein Baby oder was? Meine Fresse. Ich hasse das. Ich guck mal auf die Karte. Ich weiß nämlich nicht, wo wir hin sollen. Ihr seid wahrscheinlich auch der Meinung, dass ich hier erstmal alles absuchen sollte, oder? Aber ich gehe nochmal hier kurz zurück. Vielleicht habe ich hier was vergessen. Nee, sieht nicht danach aus. Wahrscheinlich wird da hinten noch ein Gegner sein. Oh Gott. Ich kann die Kamera... Ah, okay. Ich konnte sie nicht ändern, deswegen. Schildkrötenplatte. Okay. Wie es aussieht, brauchen wir jetzt mehrere solche Platten, damit wir gleich so eine Art Rätsel oder so lösen können. Was war das für ein Geräusch, Leute? Meine Güte, das hat mich jetzt erschreckt. Ohne Scheiß. Alter. Was war das für ein Geräusch? Ist das jetzt hier nebenan? Was war hier? Da geht's weiter nach da. Wir gucken erstmal hier. Hier sind mehrere Trockner im Augenblick nutzlos. Tja, was willst du machen? Die Wäsche waschen, zu viel Blut drauf oder was? Okay. Wo bist du? Hallo? Ach, da hinten seid ihr. Na kommt, damit wir es hinter uns bringen. Alter, ihr könnt ja laufen. Okay, die scheint auch ins Gras gebissen zu haben. Meine Güte. Also wir sind jetzt... Nee, wir sind nicht von da durchgekommen, ne? Wir sind von da durchgekommen. Das heißt... Nö, die Tür ist doch offen. Okay. Wahrscheinlich passiert da noch was. Was haben wir denn hier Feines? Oh, brauchen wir da einen Schlüssel?
Was steht denn da? Ein Vogelkäfig, er ist leer. Okay. Schon creepy, ne? Einfach so ein Vogelkäfig und der ist verschlossen, aber der ist leer. Und dann ist die Kameraperspektive auf einmal so komisch. Okay, hier können wir speichern. Ich glaube, das sollten wir auch mal tun. Sicher, sicher. Oh, stimmt. Ach, ich bin so ein Idiot, ne? Auf Kreis kann man doch einfach. Videorekorder. Er ist alt, aber noch gebrauchbar. Tja, wir müssen also noch eine Videokassette finden, wie es aussieht. Ah, wir haben Schrotflintenpatronen. Stimmt, auf Kreis kann man ja auch eigentlich die Lampe rausholen. Ich habe das immer im Menü gemacht. War irgendwie... Naja. So. Oh, oh, oh. Können wir dich jetzt kaputt treten? Ja, du scheinst tot zu sein. Weil... Oh, wir müssen gleich nachladen. Oh. Ah, das ist wieder so eine Steinplatte, glaube ich. Oder? Ist das eine Steinplatte? Eine Stahlplatte ist an der Wand geschraubt. Oh, wir brauchen wahrscheinlich einen Schraubenzieher oder Akkuschrauber oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Was sagt denn die Karte? Oh, wir haben jetzt alles hier durchsucht. Das ist ja schon mal wunderbar. Ich würde sagen, jetzt machen wir uns auf den Weg. Wieder da auf die andere Seite. Da müssen wir ja auch noch ein paar Sachen finden. Was ist das für eine Melodie? Die Melodie klingt... Da sind mehrere leere Flaschen. Ist das hier die Küche oder so? Die Melodie ist sehr, sehr, sehr creepy. Das erinnert mich irgendwie, als wenn so der weiße Hai kommt oder so. Oh, Blutkonserve. Tja, Blut können wir immer gebrauchen, ne? Was haben wir denn hier? Verbandskasten, okay. Was hat er eigentlich zu diesen mehreren Flaschen gesagt? Das ist eine Flasche, die mit irgendeinem Medikament gefüllt ist. Besser nicht anrühren. Okay. Okay, das klemmt. Wie es aussieht, gibt es hier nichts mehr. Nee, scheinbar nicht. Was haben wir denn hier? Okay, ist auch verschlossen. Ja, hier können wir wahrscheinlich rein. Hier ist ja schon wieder diese komische Melodie. Ah, was ist das denn? Katzenplatte, okay. Diese Platten erinnern mich irgendwie an Resident Evil 2, wo man mit Claire spielt. Kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr euch das von mir angeguckt habt. Wenn nicht, dann empfehle ich euch das. Ja. Jetzt gibt es hier noch die zwei Wege. Wahrscheinlich können wir hier rein. Oh, ist nicht abgeschlossen. Wo kommen wir denn da hin? Ah, wir kommen zum Aufzug. Ah, sehr schön. Hä? Ach so. Die Farben sind nur so hell. Oder grell, wie auch immer. Moment mal. Tja, da brauchen wir ein Video. Ich würde sagen, wir fahren wieder mit dem Aufzug, oder? Wir können natürlich auch die Treppen nehmen. Oh, vierter Stock ist gar nicht vorhanden. Ah ne, wir sind im dritten. Dann fahren wir jetzt mal in den zweiten. Mal gucken, was uns hier erwartet. Alles mal schön hier so durchsuchen. Ja, hier ist nichts. Ach, Menno, ich hätte es mir doch denken können, oder? Ich versuche jetzt mal noch tiefer zu fahren. Wahrscheinlich ist das sogar eigentlich so gewollt, dass man dann nur mit dem Aufzug so hinkommt. Oh ja, das hört sich ja schon mal danach an. Oh, wir haben Tonikum hier drin. Was? Was?
Krass, finden wir drei Stück. Nicht schlecht. Ich würde sagen, wir eliminieren erstmal die Gegner. Wenn die uns nicht vorher eliminieren. Schnell, bevor die anfängt zu laufen. Nee, das ist ein Typ. Das ist ja diesmal ein Typ gewesen. Der hat ein Messer in der Hand. So wie diese komischen Frauen da auch, die wahrscheinlich die Krankenschwester darstellen sollen. Alter, wo führt das jetzt hin? Ach so, okay. Ich würde vorschlagen, da gehen wir jetzt erstmal nicht hin. Okay, da können wir auch nicht raus. Da konnten wir eben auch nicht raus. Oh, da ist ja der. Wahrscheinlich wird hier jetzt irgendwas sein. Ja, da liegt etwas. Königinnenplatte. Habt ihr das gehört? Als wenn jemand die Tür aufgerissen hätte oder so. Also so klang das für mich, oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Aber hier scheint nichts passiert zu sein, oder? Sind die Schränke hier aufgegangen? Nee. Ja, nettes Empfangskomitee hier. Gibt es hier noch so ein? Ja, wahrscheinlich da hinten. Sonst wird die Musik ja hier nicht irgendwie vorhanden sein. Da liegt etwas. Was liegt denn da? Können wir es aufheben? Oh oh. Tja, mein Freund. Tut mir leid. Was liegt denn hier? Tonikum. Das sieht aber auch so aus, als ob man das anlabern könnte oder so, ne? Nee, wahrscheinlich können wir davon nichts nehmen. Der Kühlschrank ist leer. Tja. War's das? War hier echt nur ein Tonikum? Das wäre ja echt arm, oder? Da, wir haben jetzt schon drei Stück davon. Und so ein komisches Dreieck immer noch. Das Dreieck erinnert mich an das Triforce irgendwie von The Legend of Zelda, aber naja. Stirb, nimm das, du Elender. Können wir dich jetzt zertreten? Nee. Wir haben dich schon tot geschossen. Was? Wir haben keine Muni mehr davon? Ach du Scheiße. Ah, okay. Knüppel aus dem Sack, so nach dem Motto. Aber in diesem Falle wäre es Rohr aus dem Sack. Oder aus der Tasche? Keine Ahnung. Oh, wir haben wieder Patronen gefunden. Das ist schön. Dennoch werde ich jetzt nicht weiterhin die Pistole benutzen. Ihr habt ja gesehen, wenn ich nicht weiter, wenn ich nicht weiter nach Munition gesucht hätte, also draußen, hätten wir schon am Anfang vieles nicht machen können mit der Pistole, also viele erschießen können. Naja, was ich da gerade gelabert habe, kann jeder für sich behalten. Ah, okay, was haben wir denn hier? Nur so ein Fenster. Komisch. Gibt's hier echt nichts? Was ist das hier denn für ein Raum? Storeroom. Tja, hier ist aber nichts verstaut. Was war das denn jetzt für ein Geräusch, Leute? Das hat mir jetzt aber Angst eingetrichtert. Wahrscheinlich sollte es echt so ein Abschreckraum werden. Och nö. Der steht sogar direkt vor uns. Ah, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Scheiße, warum zielst du auch dahin? Können wir noch auf dich drauf treten? Ah, sorry Leute, dass ich jetzt diese Waffe missbraucht habe oder gebraucht habe. Wie man es auch nehmen mag oder wie auch immer. Wir sind jetzt hier nochmal in diesem Medikamentenraum irgendwie. Ja.
Wie ist abgeschlossen? Da ist ein Geräusch hinter der Tür. Hört ihr das? Hört mal genau hin. Och nö, jetzt hab. Oh, jetzt zeigen die es nicht mehr. Naja, ihr könnt ja nochmal drauf achten. Wenn ich das nochmal. Ja. Wenn ihr euch das nochmal anguckt. Genau. Vielleicht hört ihr es dann. Wenn nicht, habt ihr Pech gehabt. Können wir dadurch? Können wir. Gut, an dieser Stelle würde ich sagen, wir beenden diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es Riesenspaß gemacht. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Silent Hill und Mr. Horror Jumper. Und Horror Time. Auf Wiedersehen.